Dazu möchte ich noch eine kurze andere Ankündigung machen. Und zwar am Montag bzw. am Dienstag, den 24. und den 25., liebe Freunde. Am 25. kommt ja bereits der LS17 raus und da habe ich mir was ganz Spezielles überlegt. Und zwar möchte ich da ein Livestream-Event starten. Wann genau das? Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zum LS15. Wieder wie gewohnt auf unserem Community-Server und da gibt es auch gleich schon ein paar News zum Anfang. Und zwar habe ich diesen Server jetzt umgezogen, denn einige von euch haben sich immer ein bisschen beschwert, dass der Server immer nicht erreichbar ist oder man den halt nicht finden würde und all sowas. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich ja ein bisschen ändern und habe den jetzt halt auch zu den netten Kollegen von G-Portal hin umgezogen. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ja auch, wie ihr das ja schon mittlerweile wisst, der Link zu den Freunden. Denn wenn ihr darüber einen Server bestellen solltet, gibt es für euch ja, wie ihr das ja mittlerweile, denke ich mal, schon wisst, denn ich muss es halt ab und an nochmal sagen, weil vielleicht auch einige von euch das noch nicht wissen. Auf jeden Fall kriegt ihr da 5% Rabatt auf euren Server, wenn ihr den bei den Jungs von G-Portal mietet. Was natürlich ziemlich cool ist und da bin ich recht dankbar, dass die mir das ermöglichen, beziehungsweise ja auch eigentlich ihr, denn durch die Reichweite, beziehungsweise durch die Connections und so, bin ich ja halt dahin auch drin aufgenommen worden, in diesem Partnerprogramm in Anführungszeichen. Genau, und das sei zuerst gesagt. Den lassen wir jetzt hier einfach mal fahren. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes machen können. Denn es wurden auch einige Sachen ins Wasser gefahren. Dazu kommen wir aber später, ja. Genau, und dazu möchte ich noch eine kurze andere Ankündigung machen. Und zwar am Montag bzw. am Dienstag, den 24. und den 25., liebe Freunde. Am 25. kommt ja bereits der LS17 raus und da habe ich mir was ganz Spezielles überlegt. Und zwar möchte ich da ein Livestream-Event starten. Wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht, also urzeitmäßig, so sage ich jetzt mal. Dazu werde ich aber auf Facebook noch eine Veranstaltung auf meiner Fanseite starten. Das heißt, es wäre super cool von euch, wenn ihr da einfach mal auf Facebook geht, auf meine Seite, BauerLP. Und wenn ihr daran teilnehmt, einfach mal auf Teilnehmen zu drücken, damit ich mal grob weiß, Kollege XY ist natürlich mit am Start. Genau, das habe ich auf jeden Fall vor, das wäre nämlich ziemlich cool. Vielleicht gibt es da auch noch was Kleines, ich will ja nichts sagen, aber ich muss mal gucken, was sich da so machen lässt. Vielleicht gibt es da auch noch was für euch, aber da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Denn erstmal steht im Raume, dass ich auf jeden Fall ein Stream-Event machen möchte. Und das Ganze wird halt an dem Tag stattfinden. Genau, und müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht ja schon einige Sachen geregelt bekommen. Aber das werdet ihr dann alles im Stream erfahren. Deswegen lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Und ladet alle eure Freunde hin ein. Das wäre natürlich ziemlich cool und awesome. Und dann chillen wir da und haben unseren Spaß. Es wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges geplant in der letzten Zeit. Und und das sollte alles so funktionieren, wie ich es mir jetzt hoffentlich gut durchdacht habe. So, den hängen wir dahin wieder an. Wir müssen auf jeden Fall hier diesen Laden mal ein bisschen aufräumen. Ich werde jetzt auch mit dem Gerät, fahre ich jetzt mal da hinten wieder Richtung
Richtung Kuhweide, denn wir sind ja immer noch ein bisschen dabei, hier ein bisschen aufzuräumen. Also bin ich gerade dann mal dabei. Und dann schauen wir mal, was wir denn noch machen können, weil wir haben jetzt die Felder 10, 11, 12, 13, 14, 15, glaube ich, alle angepflanzt. Hier das Feld müssen wir noch mal anpflanzen. Und dann wollte ich mir ja noch Feld 27 und 28, glaube ich, noch kaufen. Eigentlich kann ich sie alle kaufen, weil ja, wir haben ja eigentlich das Geld so gesehen. Ne? Also lass mal die ganze Karte gleich kaufen. Ich kaufe den Laden hier. Junge. Ja, das wird auf jeden Fall cool und ich muss sagen, ich freue mich echt drauf auf das Livestream-Event und ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Ja. Und dann, hui, schauen wir mal, wo das Ganze so hingeht. Das Ganze wird sehr wahrscheinlich auf Twitch stattfinden. Denke ich mal, weil da haben wir auf jeden Fall mehr Möglichkeiten wegen, ihr wisst ja, ne, Alerts, bla bla bla, dies Ganze, dies das. Was wir ja momentan noch nicht so sehr auf YouTube leider haben. So, den lasse ich jetzt hier mal stehen. Zudem sei noch gesagt, ich habe natürlich mit dem Server Switch quasi gleich mal eine neue Changelog eröffnet und Mods aus der Community wieder aus den Mod-Wünschen hinzugefügt. Zudem sei es einmal diese Amazon Pantera, die Spritze, die selbstfahrende. Dann waren es noch ein JD7310R mit Dual-Reifen natürlich. Und ich glaube, die sind auch mit dabei gewesen, oder? Ich weiß gerade nicht, auf jeden Fall der. Dann haben wir noch für den Telelader haben wir noch eine Universalschaufel. Die sollte ich mir eigentlich mal gleich mal kaufen. Dann, was habe ich dann noch hinzugefügt? Lass mal kurz gucken. Ach so. Genau, den Krone Big M habe ich eigentlich noch hinzugefügt. Der wird hier gerade, ah, hier ist er, guck hier an. Er ist unter Mähwerken sogar, alles klar. Also Krone Big M 500 ist mit am Start. Und, lass mal gucken noch. Da habe ich nichts mehr, hier habe ich auch nichts mehr. Da waren wir gerade, Frontloaders haben wir auch keine. Ne, ich glaube, das sollte es dann schon erstmal gewesen sein. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Ja, das war's erstmal. Gut, dann habe ich das ja schon mal alles erklärt und erzählt. Das ist ja hervorragend. Genau, die ganze Silage waren wir ja auch noch irgendwie so nebenbei am Fahren. Wo ist denn unser... Halt, stopp. Hier, den LKW wollte ich doch haben. Den blauen LKW. So, wieder 100.000 News auf einmal, Leute. Ich weiß, es ist hart zu verkraften. Aber auch die News muss ich ja irgendwann mal an euch bringen. Und dadurch, dass es immer schwierig ist, hoffe ich, dass ihr alle das Video bis zum Ende euch anschaut. Das würde mich natürlich supidupi freuen. Und ja, dann gucken wir mal, wie das hier so vonstatten geht. Kurze Frage nochmal. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es wäre natürlich mal eine ganz coole Sache. Was haltet ihr davon, wenn ich DLCs aktiviere? Das Holmer DLC, JCB DLC, vielleicht auch das Gold Add-on DLC. Die habe ich ja aus einem Grund nicht hinzugefügt, weil ja nicht jeder diese DLCs halt hat. Aber es wäre mal cool zu wissen, ob ihr da Bock drauf habt oder ob wir damit spielen sollen, / wollen oder nicht. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Ganze hier feiert, was ich mache. Nee, aber wichtig ist mir vor allem, dass ihr das mal in die Comments schreibt. Das wäre super cool. Dann wüsste ich damit ein bisschen Besseres anzufangen, wenn ihr das einmal da unten reinschreibt. Zu
dem sei noch gesagt, ich höre heute gar nicht mehr auf mit News, Leute, ihr merkt es schon. Nee, ich lasse das jetzt erstmal. Den Rest kann ich euch auch irgendwann im Laufe erzählen. Sonst wird das hier wieder viel zu viel und viel zu viel. So, wir fahren hier jetzt aber erstmal ein bisschen Silage in die Silos rein. So, lalalala. Muss ja ungefähr gleich hoch sein. Ich habe außerdem vor, vielleicht noch mal ein paar andere Spiele zu Let's Playen. Weil im Moment kommt ja recht häufig oder recht viel der Landwirtschaftssimulator. Aber dazu sei gesagt, dass ich nebenbei... Ich weiß halt nicht, das Ding ist, ich würde halt ganz gerne irgendwie H1Z1 bringen, weil das Spiel bringt übertrieben viel Laune. Nur die Runden dauern so übertrieben lang, dass man da halt nicht jeden Tag irgendwie ein Gameplay von bringen kann oder so. Ich weiß halt nicht, ihr kennt das Spiel vielleicht. Vielleicht können wir das ja dann auch im Livestream-Event irgendwie nachträglich oder am Ende mal zocken oder so. Wie auch immer, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall weiß ich halt nicht, ob das so jetzt der Brüller ist, um das so als Projekt zu nehmen und zu bringen. Ich muss mal gucken, was vielleicht auch andere YouTuber da so machen bezüglich H1Z1, weil dann könnte ich in der Tat vielleicht mal so das eine oder andere Gameplay online stellen, sag ich mal. Weil das Spiel bringt übertrieben Laune. Wer von euch kennt das eigentlich? Schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Wäre ganz cool. Weil das Game bringt übertrieben viel Spaß. Und ja, ich überlege halt, wie gesagt, oder halt andere Spiele, weil im Moment, ich weiß nicht, einige, die auf Steam mit mir befreundet sind, werden es wahrscheinlich auch des Öfteren mittlerweile mal gesehen haben, dass ich Train Simulator 2017 des Öfteren mal gestartet habe. Das ist eigentlich auch ein ganz geiles Spiel, muss ich sagen. Aber da sei noch gesagt, dass es halt auch relativ lange dauert, bis man so eine Fahrt vollendet hat. Und was ich bei dem Spiel so eigentlich gar nicht feier, weil es einfach, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen doof. Ehrlich gesagt, ich meine, klar, die Entwickler müssen natürlich auch weiterentwickeln, das ganze Prozedere kennt ihr ja, aber dass diese scheiß DLCs einfach mal so viel Geld kosten, ich glaube, wenn man alle zusammen kauft, sind das 3000 Euro und Leute, wer von euch investiert 3000 Euro, um ein fucking Spiel zu spielen oder halt irgendwelche DLCs zu haben? Ich meine, Leute, irgendwann muss man ja auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, klar sind das viele immense Entwicklungsstunden, die da drin stecken und so weiter und so fort. Aber ganz im Ernst, 3000 Euro, ich meine, vielleicht investiert man die auf Zeit irgendwann bestimmt mal, ja. So, wo man sich dann gar nicht mal im Klaren ist, so, ja, ich kaufe heute mal dies, morgen mal das, so. Alles ganz okay, aber 3000 Euro für fucking DLCs? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Selbst Gronkh hatte ja damals, vor, keine Ahnung, einen Monat oder so, wollte er das ja auch mal spielen, glaube ich. Er hat auf jeden Fall mal irgendwie so ein Screenshot auf Facebook hochgeladen und hat da auch erstmal drüber gemosert, sag ich mal. Aber ganz im Ernst, 3000 Euro für DLCs? Ich bitte euch. Ich meine, ich weiß ja nicht, was so dahinter steckt, so, also was die Entwickler da so kostenmäßig tragen müssen, keine Ahnung, aber das Spiel an sich ist halt übertrieben cool und bringt auch echt Spaß, aber ne, beispielsweise, wenn du dir eine neue Lok kaufen willst oder so, dann musst du dafür so ein DLC kaufen. Meine Güte, also irgendwie weiß ich nicht. Haben wir hier nicht noch einen anderen LKW? Warte mal, ich kaufe mal hier... Ich kaufe mal den LKW in...
Oh, in Space Gray, ne? Ach, nee, das war ja bei RTL. Entschuldigung. So, und jetzt würde ich ganz gerne OK drücken. Alles klar, habe ich gemacht. Sehr gut. Freunde, wenn euch das hier, das Ganze hier gefallen hat, dieses ganze Talky-Talky heute, weil ich ja heute relativ viele News loswerden musste, so gesehen, und euch das vielleicht auch mal ab und an ein bisschen nervt, kann ich verstehen. Aber dann müssen wir durch. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich DLCs aktivieren soll, wo wir gerade schon beim Thema waren. Oder ob ihr lieber sagt, nee, Bauer, tu das nicht, weil ich hab die ja alle gar nicht. Und das, was ich euch vorher gesagt habe. Schreibt mir das alles in die Kommentare, würde mich super freuen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Ausgabe von LS15 wieder. Bis dahin, Leute, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.